Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge unserer 3D-optischen Täuschungsskizzen mit Beispielen aus unserem aktuellen Buch Zeichentechniken 3D-Illusion. Schaut rein, es lohnt sich. Super spannende Tipps haben wir dort für euch. Und natürlich auch hier bei unserem Partnerkanal Frag Fabi alle Infos zum Design, zu spannenden Berufen im kreativen Bereich. Da solltet ihr auf jeden Fall unten im Text schauen, da findet ihr den Link. Und hier geht es auch schon sofort zu unserer Skizze. Und zwar, ganz wichtig, ihr nehmt ein Blatt Papier, faltet es in der Mitte und skizziert in dem oberen Bereich eigentlich die Figur in ihrem Normal-Proportionen-Abbildung. Das heißt, da ist es nichts Verzerrtes dabei, das bleibt eigentlich, wie es ist. Und wir skizzieren immer so ein bisschen mit Bleistift das ganz, ganz grob vor, damit es uns einfacher fällt, das dann mit dem Feinliner auszuarbeiten. So, hier geht es dann in die Ausarbeitung. Da machen wir einige Details mehr. Was wichtig natürlich ist bei einer optischen Illusion, optischen Täuschung, dass die meisten Objekte perspektivisch verzerrt sind. Das folgt gleich unten, deshalb das Blatt, was in der Mitte geteilt ist. Das macht das Ganze eben spannender. So, jetzt hier. Wir wollen das ja so ein bisschen realistischer machen, deshalb auch die entsprechenden kleinen Vorskizzen, dass es eigentlich realistisch wirkt. So, und hier kommt eben die Idee, das, was eigentlich am Ende auch spannend ist, dass die Figur verzerrt ist. Es sieht merkwürdig aus, wenn man von oben drauf schaut, keine Frage. Das heißt, die optische Illusion entsteht, habt ihr anfangs auch gesehen, wenn das Papier mit dem Knick eigentlich eine ganz andere Perspektive anlegt als die Figur, die steht. So, und deshalb an der Stelle sehr, sehr weit gebogen. So, und hier können wir schon mit einem Feinliner in die Details gehen. Also ihr merkt, die Beine sind irgendwie leicht verbogen, extrem überzogen, und habt ihr das soweit vorgezeichnet, kann man sehr einfach dann mit dem Feinliner die Details ausarbeiten. So, aber auch hier darauf zu achten, das habt ihr natürlich alle Möglichkeiten. Ihr könnt sagen, ich bleibe dabei, dass die Figur nur mit schwarzen Flächen ausgearbeitet. Ich bleibe dabei, dass die Figur nur mit Feinliner, also das sind, die Möglichkeiten sind natürlich unabhängig von der optischen Täuschung, von der 3D-Illusion. Entscheidend ist dabei die Umsetzung. In unserem Buch findet ihr genau die beschriebenen Schritte, wie man dahin kommt, wie sich das Ganze aufteilt. Und ihr seht, es sind spannende
Ideen, die wir in dem Buch aufgegriffen haben. So, hier dann weiter. So, immer wieder kleine Details. Das sollte ich natürlich ein bisschen genauer zeichnen. Also es ist nichts eigentlich als ein figürliches Zeichnen. Der Trick ist dabei eigentlich relativ einfach, die Figur in der Mitte des Papiers zu knicken und dann zu einem Fluchtpunkt hin verlängern. Und das machen wir jetzt hier auch und vielleicht übertrieben verlängern. Und das ist das Spannende dabei. So, jetzt auch hier. Die Hände. Und dann geht es dann runter zu Füßen. Hier auch. So, dann vielleicht auch die Augen ausarbeiten. Und ein bisschen Schraffur und Kontrast. Das ist natürlich immer wichtig bei den Skizzen, dass diese auch dann dementsprechend gut aussehen. Die Schraffuren auch noch einmal zu bekräftigen. Da wird es noch ein bisschen kräftiger. Das heißt, wir haben einige Bereiche, die wir dann noch ein bisschen dunkler schattieren und schraffieren. Und hier den Schatten. Den auf jeden Fall sollte ergänzen. Der Schatten lässt die Figur natürlich stehen, weil immer wenn etwas steht, wenn man eine Figur stehen sieht, dann ergibt sie auch automatisch Schatten. So, und der ist einfach wichtig,
Den könnt ihr auch in unterschiedlichen Medien machen. Wir machen das sehr, sehr oft gerne mit einem Bleistift. So, und dann geht's nach oben. Der läuft dann aus. Also unten an den Füßen immer kräftiger und nach oben hin leichter. So, beobachtet einfach mal Schatten an der Wand, dann werdet ihr immer sehen, wie dieser ausläuft. So, dann nochmal vielleicht ein bisschen korrigieren und eigentlich ist die Skizze damit fertig. Oben in dem Bereich ein bisschen weniger. Das ist das fertige Ergebnis. Wenn ihr Spaß daran gefunden habt, solltet ihr auf jeden Fall, wie gesagt, schauen. Wir haben auch Online-Kurse dafür. Das könnt ihr dann als den ganzen Kurs auch als online mit viel, viel mehr Tricks buchen oder auch natürlich gerne bei uns vor Ort absolvieren. Schaut unter akademiehohe.de und mappenvorbereitungskurs.de für alle, die etwas Kreatives studieren möchten. Danke fürs Zuschauen. Bis bald, euer Akademie Ruhr-Team.